In der Nacht kommt mein Regionalzug auf dem Westbahnhof in Budapest an. Und um 8 Uhr am nächsten Morgen radel ich an der Hauptpost vorbei zum Donauufer. Mit der Fahrt auf der Uferpromenade und über die Freiheitsbrücke startet der vierte Teil meiner Donauradtour. Knapp 1000 Kilometer liegen vor mir bis zum Eisernen Tor. Der Weg aus der Stadt hinaus führt mich durch die südlichen Vororte. Die sehen noch etwas sozialistischer aus als die Innenstadt und erinnern an Plattenbausiedlungen. Aber es geht schnell voran und bald bin ich auf dem Dammweg. Für den ersten Tag heißt das Etappenziel Dunaföldera. Die Kleinstadt liegt etwa 100 Kilometer südlich von Budapest am Rande der Pusta. Der Radweg führt über Raskewe, eine Kleinstadt mit einem für Prinz Eugen erbauten Barockschloss. Dann geht es Kilometer um Kilometer auf unbefestigten Wegen an der kleinen Donau entlang. Hier reihen sich Datscha an Datscha und die Landschaft sieht aus wie die Mecklenburger Seenplatte. Auch die Ladas passen dazu. Als ich schließlich wieder den Hauptstrom erreiche, geht es auf Dammwegen weiter. Erst um 18 Uhr komme ich in Dunaföldera an. Die Kleinstadt liegt auf dem rechten Donauufer. Dort finden sich auch die Überreste eines türkischen Kastells, das den Donauübergang bewachte. Am nächsten Tag radle ich auf dem rechten Donauufer zur römischen Festungsanlage von Dunakömmlet und komme nach einer abenteuerlichen Abfahrt, die Hauptstraße ist für Radfahrer gesperrt, am Fähranleger von Paksch an. Am anderen Donauufer geht es zunächst nach Kolozsa, der Paprika-Hauptstadt Ungarns. Dort wähle ich den Abstecher nach Osten über Hajos. Unterwegs sehe ich ein Pferdefuhrwerk, das einzige, das mir in der Pusta über den Weg rollt. Hajos ist das größte Weinkellerdorf Europas. Über 1000 Keller und Presshäuser reihen sich hier aneinander. Als ich am Abend von meinen Videoaufnahmen zurückkomme, werde ich gastfreundlich zu einer Weinprobe geladen. Hier sitzen Ungarn und Deutsche, viele Pensionäre haben sich in der Umgebung niedergelassen, friedlich vereint. Der Weißwein ist erfrischend fruchtig und von guter Qualität. Am nächsten Morgen geht es zurück zur Donau und mit der Fähre nach Gerien auf dem rechten Donauufer. Dort verfahre ich mich im Gebiet des Donau-Drau-Nationalparks tüchtig und außerdem stimmen die Angaben meines Reiseführers zur Gemenzer Waldbahn nicht. Reichlich erschöpft komme ich am Abend bei der Donaubrücke von Baja an. Ich bin froh, als ich ein schönes und preisgünstiges Hotel direkt am weitläufigen barocken Marktplatz finde. Von Baja aus mache ich einen Abstecher nach Pitsch. Zum Glück nehme ich den Bus, da mein Donauradwegführer keine Route ausweist. Pitsch ist als Stadt wunderschön, aber von einem Ring aus Schnellstraßen und Autobahnen umgeben.
Zu den Hauptsehenswürdigkeiten gehört das Zsolnay-Museum. In Pécs und in Budapest wurde an vielen repräsentativen Gebäuden seine Keramik bei der Fassadengestaltung verwendet. Noch bedeutender als Sehenswürdigkeit sind die Überreste eines frühchristlichen Friedhofs aus dem 5. Jahrhundert in Pécs, dem sogenannten Sopjanae. Die Grablegen sind reich mit christlicher Symbolik ausgemalt und gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Als ich nach einem langen Tag in Pécs nach Baja zurückkehre, findet dort ein Straßenfest mit ungarischer Musikkapelle statt. Musiker und Tänzer sind von beeindruckender Ausdauer. Noch bis lang in die Nacht hinein halten sie durch. Von Baja geht es auf dem linken Donauufer nach Süden. Ich habe mich entschieden, bis nach Kroatien durchzuradeln. Eine sehr lange Strecke, die mich durch das Naturschutzgebiet Kopački Rit bis nach Bilje und Osijek führt. Bei der Kleinstadt Mohač setze ich wieder auf das rechte Donauufer über. Hier ist für Ungarn geschichtsträchtiger Erdboden. In der Nähe von Mohač fand 1526 die Entscheidungsschlacht statt, die dem Land 150 Jahre türkischer Herrschaft brachte. Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachtfelds befindet sich heute ein Museum und ein großes Denkmal. 10 Kilometer weiter südlich radle ich über die ungarisch-kroatische Grenze. Die erste auf meiner Donaureise, bei der ich einen Pass vorweisen muss. Jetzt befinde ich mich in Slavonien, der Kornkammer Kroatiens. Nach etwa 20 Kilometern erreiche ich über den Ort Batina den Naturpark Kopački Rit. Er liegt am Zusammenfluss von Drau und Donau und ist eines der größten naturbelassenen Sumpfgebiete in Europa. 25 Kilometer fahre ich auf einsamen Dammwegen und begegne nicht einem einzigen Menschen. Und erst, als ich in die Hände klatsche, geben die Frischlinge den Weg frei. Die Mutter ist zum Glück für mich nicht in der Nähe. Nach der Übernachtung in Bilje radle ich am anderen Morgen in Osijek ein. Die Stadt liegt an der Drau, die in Kroatien Drava heißt. Im Krieg mit Serbien wurde Osijek monatelang beschossen. Doch davon ist heute kaum noch etwas zu sehen. Alles mutet sehr modern und europäisch an. Das historische Zentrum von Osijek ist die Altstadt oder Festung. Sie wurde am Anfang des 18. Jahrhunderts von den Österreichern gebaut, um das Gebiet gegen eine Rückkehr der Türken abzusichern. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Festung ist die Statue der Dreifaltigkeit auf dem Marktplatz. Weitere historisch wichtige Gebäude stammen aus der Zeit der Osijeker Sezession am Ende des 19. Jahrhunderts. Ganze Häuserzeilen zeugen von der Eleganz und dem Reichtum der damaligen Zeit. Am nächsten Tag geht es weiter durch die fruchtbare Pannonische Tiefebene. Ich will es bis zur Grenze nach Serbien schaffen.
Die erste größere Stadt auf dem Weg ist Vukovar. Im Unterschied zu Osijek sind hier die Spuren des Krieges noch allgegenwärtig. Ein großes Kreuz am Ufer der Donau erinnert an die Verteidigung der Stadt gegen serbische Truppen und Freischäler. An die Kriegsereignisse erinnert auch der von Granateinschlägen durchlöcherte Wasserturm im Osten der Stadt, den man als Mahnmal dieses Wahnsinns stehen gelassen hat. Nach Vukovar verlasse ich die Donauniederung und radle hinauf in das Hügelland, das Zentrum des Weinbaus in Slawonien. Die Gegend ist zwar wunderschön, aber die Steigungen machen einem bei der sommerlichen Gluthitze doch sehr zu schaffen. Ziemlich ermattet erreiche ich schließlich die kroatische Grenzstadt Ilok an der Donau. Hier habe ich aber wirklich Glück. Ich übernachte in einem wunderbar gelegenen kleinen Weinhotel, dem Stari Podrum. Am nächsten Morgen überquere ich die Donau und radle in die Republik Serbien. Die Temperaturen sind selbst am frühen Morgen schon hoch, aber bis nach Novi Sad, zu Deutsch Neusatz, sind es nur 50 Kilometer. Das müsste zu schaffen sein. Nachdem ich mich zunächst einmal in den Donauauen restlos verfahre und dabei sogar ein Kreuzchen aufschrecke, komme ich aber auf dem Dammweg gut voran. Auf der anderen Seite der Donau liegen die Hügel und Berge des Nationalparks Fruška Gora. Am frühen Nachmittag erreiche ich auf einem schönen Uferradweg Novi Sad. Die Stadt mit ihren breiten Boulevards und ihrer schönen Fußgängerzone macht einen wohlhabenden Eindruck. Ihr Aufstieg begann erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals lebten auch viele Ungarn und Deutsche hier. Auch die große jüdische Synagoge aus dem Jahr 1909 erinnert an den Aufstieg von Novi Sad zum wichtigen Handelszentrum. Dass Novi Sad inzwischen wieder gut in Europa vernetzt ist, zeigt auch das abendliche Open-Air-Konzert vor dem Rathaus im Rahmen des Kantat-Festivals. Stahl ist der norwegische Sänger, Violinist und Eurovisionssieger Alexander Rybak. Am nächsten Tag besuche ich die Hauptsehenswürdigkeit von Novi Sad, die Festung Petrovaradin. Von ihr blickt man über die Donau und die im Kosovo-Krieg zerstörte Donaubrücke. Petrovaradin war im 17. Jahrhundert die größte Festungsanlage Europas und hatte 12.000 Schießscharten. Von Novi Sad nach Belgrad sind es etwa 75 Kilometer Radstrecke. Leider ist sowohl die Ausfahrt aus Novi Sad als auch die Einfahrt nach Belgrad für den Radfahrer alles andere als angenehm. Hier rauscht der Verkehr, auch der Schwerlastverkehr. Und irgendwelche Ausweichmöglichkeiten bietet mir mein Radführer nicht an. Er empfiehlt den Umstieg auf die Eisenbahn. Zum Glück entscheide ich mich dafür, auch diese Strecke mit dem Rad zu fahren. Hat man erst einmal den verkehrsverpesteten äußeren Ring von Belgrad passiert, lernt man nämlich die Stadt von ihrer besten Seite kennen. Am Ufer der Donau fährt man über Zemun in das Zentrum. Der pittoreske Ort
mit seinen Kopfsteinpflasterstraßen und schön renovierten Häusern ist heute ein Zentrum der gehobenen Belgrader Gastronomie. Kein Wunder, dass er zugleich ein Zentrum der serbischen Mafia war und wahrscheinlich auch noch ist. Von dem Hügel, auf dem Zemuns Wahrzeichen, der Gardosch-Turm, steht, geht der Blick über die Donau und weiter zur Mündung der Sava und dem Belgrader Stadtzentrum. Der Uferradweg führt zunächst an der Donau, dann an der Sava entlang. Die Frachtkähne an den Ufern sind zu Restaurants und Discos umgebaut. Hier tanzt allabendlich der Bär. Über die Brücke, die die Sava überspannt, geht es dann mitten hinein ins Zentrum von Belgrad. Hier ist endlich einmal auch etwas für Fahrradfahrer getan. Auf dem rechten Ufer der Sava gibt es einen Fahrradlift und den sogar kostenlos. Das Stadtzentrum Belgrads fällt eher hinter das von Novi Sad zurück. Und vielen Bauwerken merkt man an, dass sie EU-Fördermittel dringend nötig hätten. Selbst die Kathedrale des heiligen Sava, eines der größten orthodoxen Gotteshäuser der Welt, ist noch unfertig. Ihr Bau wurde 1935 begonnen, aber dann für lange Zeit unterbrochen. Und die Ausstattung des Kircheninneren ist immer noch nicht abgeschlossen. Das Gegenstück zu Novi Sads Petrovaradin ist Belgrads Kalemegdan. Der Burgberg ist heute Freizeitpark und Museum. Ein weiteres großes Freizeitgelände, zu dem ich hinausradle, ist die Insel Ada in der Sava. Da mein Radführer nicht so weit reicht und ich zu faul bin, aufs Touristenbüro zu gehen, verfahre ich mich dabei erst einmal nach allen Regeln der Kunst. Die Ausfahrt mit dem Rad aus Belgrad ist noch wesentlich unangenehmer als die Einfahrt. Ein Schild an der Donaubrücke weist Radfahrer freundlicherweise darauf hin, den 70 cm breiten Fußweg zu benutzen. Das ist unnötig. Jeder hängt an seinem Leben. In Pančevo, nicht weit von Belgrad, habe ich meine erste schwere Radpanne. Ich fahre in ein Dorngestrüpp, das meine Kevlar-Reifen wie Butter durchschneidet. Ich erfahre aber viel Hilfsbereitschaft von allen Seiten. Und der Fahrradhändler, der mein Rad repariert, ist sehr kompetent. So erreiche ich noch am selben Abend das vorgesehene Tagesziel Kuvin. Von hier breche ich am nächsten Morgen in Richtung Eisernes Tor auf. Ich will den Eingang des letzten großen Durchbruchstales der Donau noch vor der Dunkelheit erreichen. Zunächst geht es durch die Banater Sandwüste, ein Naturschutzgebiet, mit von Heidevegetation überzogenen Dünen. Dann am Donau-Tisa-Donau-Kanal entlang, nach Stara Palanka, wo ich mit der Fähre nach Ram übersetze. Auf dem rechten Donauufer geht es nun weiter. Ich durchradle die Freizeitgebiete um den Silbersee,
einen Altarm der Donau und erreiche gegen Abend Golubac. Hier, unmittelbar vor dem Einfluss in die Karpaten, weitet sich die Donau fast auf Amazonasbreite. Drei Kilometer weiter östlich bewachen die Türme der Feste Golubac die Einfahrt zum Eisernen Tor. Die Festung wurde zwischen Serben, Ungarn und Osmanen hin und her erobert. Erst 1897 übergaben die Türken die Festungsanlage endgültig an das Fürstentum Serbien. Die Straße führt mitten durch die Festung hindurch. Es gibt auch keine Alternative. Der schön angelegte Rastplatz auf der anderen Seite sieht leider sozialistisch verlottert aus. Hier beginnt die Durchbruchsschlucht, die man als Eisernes Tor bezeichnet. Sie erstreckt sich über etwa 130 Kilometer und endet beim Laufkraftwerk Eisernes Tor 1. Meine Planung sah ursprünglich vor, in der Mitte des Durchbruchs bei Donji Milanovic Station zu machen. Doch weil ich dort kein gutes Quartier finde, radle ich bis Tekija durch. Zum Glück hat das Wetter umgeschlagen. Und verglichen mit der staubtrockenen Hitze der letzten Tage ist es angenehm kühl. Da es nachts aber auch ziemlich geregnet hat, ist es an vielen Stellen zu Steinschlag und Rutschungen gekommen. Bei der engen Straße muss man mit dem Rad hier sehr aufpassen. Das gleiche gilt für die Tunnel, von denen es etwa 20 gibt. Zum Glück sind nur wenige Autos unterwegs und fast gar keine LKWs. Der Donaudurchbruch durch die Karpaten ist ein antizedentes Durchbruchstal. Das heißt, die Donau floss hier schon, bevor die Karpaten aufgefaltet wurden. Nach etwa 40 Kilometern erreiche ich die bedeutende archäologische Fundstätte von Lepanski Vir. Allein schon wegen der beeindruckenden Lage lohnt ein Besuch. Hier werden in einem sehr gut ausgestatteten Museum die Funde aus der Mittel- und Jungsteinzeit präsentiert. Darunter sind die frühesten Großplastiken, die man in Europa gefunden hat. Hinter Lepinski Vir kann mich mein Radführer für wenige Kilometer auf einen Seitenpfad abseits der Hauptverkehrsstraße lotsen. Der Weg führt durch einen Canyon und an einsam gelegenen Gehöften vorbei. Wie wunderbar wäre es doch, wenn der ganze Radweg durch das Eiserne Tor so verlaufen würde. Nachdem ich Donji Milanovic mit seiner Mammutstatue und seinem Hafen passiert habe, gelange ich in den Kazan. Das türkische Wort heißt übersetzt Kochkessel. Hier ist die Donau nur 160 Meter breit, dafür aber 75 Meter tief. Da es schon später Nachmittag ist, bin ich fast als einziger in dieser großartigen Landschaft unterwegs. We'll be right back.
Kurz vor dem Ende des Kessels hat man einen wunderbaren Ausblick auf das orthodoxe Kloster Marconia auf der rumänischen Donauseite. Ganz in der Nähe grüßt der steinerne Gigantenkopf des Dezebal. Zumindest was die Dramatik der Landschaft betrifft, kann er es mit den Köpfen am Mount Rushmore aufnehmen. Mit den letzten Sonnenstrahlen radle ich über die Passhöhe und beginne die Abfahrt nach Tequila. Es ist dunkel, bevor ich schließlich dort eintreffe. Von Tequila sind es noch knapp 15 Kilometer zum Staudamm Derjab 1. Die Donau glänzt im Sonnenlicht und am liebsten würde ich gleich die nächsten 100 Kilometer weiter radeln. Doch hier endet meine vierte Etappe. Auf der serbischen Donauseite fahre ich noch zum Castrum Diana, einem gut erhaltenen Römerkastell, das Kaiser Trajan im 1. Jahrhundert nach Christus erbauen ließ. Dann wechsle ich über den Staudamm nach Rumänien und erreiche nach kurzer Fahrt Drobeta Turnu Severin. Eigentlich will ich mit dem Zug nach Belgrad zurück, denn von dort geht mein Heimflug. Das erweist sich als sehr schwierig. Aber in Rumänien läuft vieles über den informellen Sektor. Und für 180 Euro fährt ein informelles Taxi mich und mein Rad nach Belgrad zurück.